Ja. Herzlich willkommen. Wir sind die Jungs von Nullpunkt. Ja, richtig. Und wir haben eine Nachricht bekommen. Heil, grüß Enk. Wir wurden kontaktiert bezüglich unserem Wir schauen Werbung Video über die Zurück zum Ursprung Werbung von Hofer. Schau, wie geil IWA Bergbau werden. Aber das ist Bullshit. Nummer 3, für alle, die es nachschauen wollen. Wir waren ein bisschen erschüttert. Ich bin voll gefreut. Die Worte, die in diesem Kommentarspalten gefallen sind, die waren echt ein bisschen so, puh. Wir sind ein stolzes und fleißiges Bergvolk. Die Ostösterreicher insgesamt sind faul, verdorben und hinterhältig. Wir haben uns das Video dann nochmal angeschaut. Und sind dann draufgekommen, es gibt genau eine Beleidigung im Video, wo wir sagen, du musst halt auch diese Vollidioten da auf einen Weg hinsetzen. Warte mal, wer ist da wir? Okay, nein, ich hab's gesagt. Ich verstehe. Nein, ist alles gut. Auf deswegen haben wir eine Nachricht gekriegt. Und das Spannende war, genau nachdem ich die Nachricht gekriegt habe, oder wir, sind die Kommentare auf YouTube losgegangen und die würden wir euch gerne jetzt einmal vortragen. Und dazu Stellung beziehen. Also, es fängt einmal an mit, ich muss nur so sagen, ich lese die jetzt so vor, wie sie dastehen. Also wenn Satzzeichen fehlen oder Buchstaben zu viel oder zu wenig sind, dann, ihr habt das so genau so vor mir. Schauk, dass Metafinst die Tiroler Bergbauern so beleidigen, du Server brauchst ja gar nicht gescheit sein, du Wichser, du Elendige. Und zwei Emojis. Moment. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wichser. Nein. Weil du jetzt gesagt hast, grammatikalisch und so. Ja. Das ist ja sicher irgendein Dialekt. Naja. Das Metafinst. Anerkannt. Nein, aber ist das tirolerisch? Weil da Tiroler Bergbauern. Ja, ich meine, entweder sie sind wirklich Tiroler, die uns das schreiben. Vielleicht tun sie so. Vielleicht tun sie noch so. Die scheiß Deutschen haben einen Knut und mir nicht da. Ich kann ja kein Eis mehr, kann ich euch ja nicht auf den Teller scheißen. Nächster Kommentar. Schaukst da Metafinst. Nächster Kommentar. Das ist beste Werbung EU West, also seid mal leise und die Familie ist richtig sympathisch. Zwei Emojis. Ich finde es ja nicht wie eine Beleidigung. Generell musst du mir sagen, du musst dich freuen, wenn du einen Kommentar kriegst. Ich hätte ja mit mehr Hass schon gerechnet, generell. Ja, stimmt. Eigentlich gar nicht mehr so viel. Das ist unser größter Hass und deswegen ja, auch irgendwie das Video. Das Schöne ist beim Feedback, man merkt dann, man hat was richtig gemacht. Ja. Es hat jemanden berührt. Richtig. Na, wir setzen ein Zeichen. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Woll. Und ganz ehrlich, wir haben eh... Na komm, sagen wir wir. Wir haben, wir das, haben, ist, das, ist wir haben das vertreten, ja. Dass wir gesagt haben, die haben die Vollidioten dorthin gesetzt. Aber aus unserer Sicht waren das ja Schauspieler. Entschuldigung. Das ist das, auf das ich hinaus wollte es eigentlich. Es war mir nicht bewusst, dass da wirklich eine Familie dahinter gestellt ist. Deswegen haben wir auch gesagt, die sind gut gecastet worden. Wobei ich sagen muss, Casting, Hut ab, das sind zwar echt erdige, das ist nicht zu sexy. Naja, und auch wenn schon, muss man sagen, wenn man diese Rolle spielt, muss man damit rechnen, dass das wer kritisieren könnte. Ja. Ja. Aber es, auch wenn es authentische Bauern waren, haben die, ja, so die haben Schauspieler was gespielt. Also, die haben was gespielt. Du hast ja nicht die Person beleidigt, also den Schauspieler. Die haben sich auch in der Bergbau ist. Ja. Ihr seht schon, das ist ein bisschen verschachtelt, aber im Grunde hast du die Rolle gemeint. Ja. Was ich vorher noch was ich vergessen habe, weißt du, was EU West bedeutet? Ich habe das nicht verstanden. Keine Ahnung. Und das ist die beste Werbung EU West. Das heißt eigentlich dann, es sollte auch was Positives sein, gell? Was das bedeutet, ist eigentlich, kommt aus LOL, also League of Legends. Und EU West sagt man so abfällig zu was, weil der Server so war der Deutsche, der EU-West-Server. Ah. Und dann immer gelaggt und das sagt man, das ist EU-West. Aber dann ist das falsch verwendet, oder? Ich meine, ich bin zu alt, ich kenne mich in der Jugendsprache nicht ganz so aus. Aber ja, und ich bin zu jung, weißt du? Für was für Jugendsprache? Moin, meine aktiven Freunde. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Moin, moin, meine aktiven. Flatter. Nächster Kommentar. Was fällt eigentlich ein, eine so gute Werbung so mit euren Worten zu verscheißen? Also da sind Kinder mit drin und nur weil ihr ja so cool und groß seid, also gebt's auch Ruhe, ganz ehrlich, und deren Eltern so mit erdig zu beleidigen ist auch nicht richtig, denn die haben was bewirkt in ihrem Leben. Also was ich da rausließ ist, dass wir cool sind. Und groß. Ja. Was ist mit groß gemeint? Ich weiß nicht. Kommen wir uns groß vor?
kannst du dir die Zeit erinnern, wo du die anderen als die Großen bezeichnet hast? Ja, ja, so wie das Polytechnikum, wenn du so genau. Unterstufe gegangen bist. Genau, mhm. Das sind dann die Großen. Wir sind Polytechnikum. Ich weiß nicht, der, was geschrieben hat, der klingt sehr jung. Ja. Michael Fuchs. Mhm. Hallo Michael. Danke für den Kommentar. Danke. Ja, wir haben Kritik geübt. Er findet die Werbung gut, darf er. Wir finden sie nicht so gut, dürfen aber auch. Man sagt was und ist es immer negativ dies, negativ das. Wir stehen hier an der Front. Aber dass er halt sagt, da waren Kinder dabei. Ja, haben wir gerade angesprochen, können ja auch Schauspieler sein. Ja. Und wir haben auch schon ganz anders über andere Werbungen geredet. Wir schwirren gerade alle deine Mutterwitze durch den Kopf. Entschuldigung. Na, wir wollen ja Öl sammeln. Wir wollen ja Öl sammeln. Grundsätzlich hast du es dann gleich mal, die Frau ist blöd. Bah. Ja, da hat man schon irgendwie so einen bölzigen Geschmack im Mund. Aber da hat sich halt einfach keiner. Da hat sich keiner aufgeregt. Aufgeregt. Du hast halt wirklich was Verwerfliches ich gesagt. Sag's dir. Also, kennt man schon auch. Ich meine, haben wir nicht. Wie Idee-Kommentare. Was du alles rausgeschnitten hast. Ja, aber die Idee-Kommentare gelesen habe, habe ich echt gedacht, okay, Tirol brennt. Die sind richtig anpisst. Die zwei Arschlöcher aus der Steiermark, die sind Tirol. Und, ja. Und die Bergbauern. Gegen die Tradition, was so, gegen die Kultur. Ja, Bürgerkrieg. Ja. Denen sollten wir mal eine Schneekanone in den Arsch stecken und auf 5 Meter Neuschnee einstellen. Hat da wer einen Hof erwähnt? Hof ist jeden scheißegal scheinbar. Wir waren bei Michael Fuchs, gell? Genau. Habe ich mich schon für den Kommentar bedankt? Nein, ich glaube nicht. Danke für den Kommentar. Danke, Michael. Ja, und die nächsten zwei, die sind halt sehr... Das ist ein bisschen schwierig jetzt zum Vorlesen. Ihr könnt euch das gerne dann noch unter deinem Video nochmal anschauen, mhm. Was wir uns da... Das ist übrigens, das sind die Kommentare vom Hofer-Video, das wir jetzt da verlinken. ETRS89. Der hat uns bis jetzt sehr gute Kommentare geschrieben. Danke. Also der war sehr aufmerksamer Zuschauer. Mhm. Gruß geht an ihn. Aber er hat einfach sinngemäß hat er gesagt, dass dieses... Und da ist jetzt auch die Meinung der Tiroler interessant. Der sagt, dass Hofer und die Bergbahn in Tirol, die machen das mit Knebelverträge und das ist alles nur Humbug. Mhm. Also da würde mich auch interessieren, was Tirol dazu denkt, nachdem wir da sehr viele Bergbauernliebhaber haben oder landwirtschaftliche Vertreter des Bundeslands Tirol. Wer war's? Bergbauernliebhaber. Mhm. Aber abschließend müssen wir sagen, es tut uns mal grundsätzlich leid, dass wir euch mit Idioten oder Vollidioten oder verletzt haben, aber wir haben da über Werbung geredet. Das ist wie wenn man über einen Film redet. Da sind die Schauspieler dann auch nicht bass. Es hat einfach ausgehört wie gestellt und das hat uns einfach aufgestoßen. Naja, als wäre es echt gewesen. Jetzt hör doch auf. Es ist eine Werbung. Also es ist inszeniert. Ja. Es geht um Kohle. Egal wie echt es ist, es schaut inszeniert aus und deswegen muss man das leider als solches bewerten. Aber grundsätzlich, es tut uns sehr leid. Wir müssen uns aber natürlich sehr für die Kommentare und die Meinungen bedanken und an diesem Punkt euch dazu auffordern, dass ihr uns abonniert, dass ihr am Laufenden bleibt, was es mit diesem Hashtag Tirol brennt auf sich hat und wie die Causa Bergbauern weitergeht. Tut uns leid, mit Zucker oben drauf. Oh!